5 Dinge, die ich an meinem Motorrad nicht mag. Ich frage mich gerade, ob mir überhaupt einer einfällt. Jo, hallo Leute! Und zwar, wie vorher schon mal kurz angeschnitten, soll es heute um 5 Dinge gehen, die ich an meinem Motorrad nicht so gerne mag oder nicht so cool finde. Ja, ich weiß nicht, ich stehe total auf meinem Bike, also es war eigentlich schwer, mir 5 Dinge einfallen zu lassen, aber mir sind dann doch ein paar eingefallen. Aber es sind eigentlich nur Kleinigkeiten, das sind alles Sachen, wo ich eigentlich, wenn wir sich ehrlich sind, schon angefangen habe zum Umbauen. Und zwar fangen wir mal gleich mit dem aller schlimmsten an, was dieses Speed Triple zu bieten hat. Und zwar die Blinker, die da waren. Diese Mickey Mouse Ohren. Da gibt es vom Vorjahr einen Motovlog, ich werde euch den vielleicht oben einblenden. Da sieht man, dass ich noch mit diesen Mickey Mouse Ohren herumgefahren bin. Die waren ein Graus einfach. Man sieht diese absolut geile Maschine und denkt sich so, fuck, geiles Gerät, voll Batman, und dann die Plastikohren da drauf, die auch schon wie bei so einer Mickey Mouse Haube, die es in Disneyland zu kaufen gibt, ein absolutes No-Go für mich. Die Spiegel, die ich jetzt habe, sind eigentlich nur Übergangslösung, also ich stehe nicht so ganz auf diese Spiegel nach unten. Jetzt aber nicht, weil ich nichts sehe, sondern das ist eine stylische Sache. Ich weiß nicht, ich finde, es schaut nicht so cool aus. Es macht so den Kawasaki-Look auf meiner Maschine irgendwie. Jeder Kawasaki Z800-Fahrer hat diese Spiegel nach unten dreht. Tanken sollte ich auch. Scheiße! Da gibt es jetzt, glaube ich, nirgends eine Tankstelle. Also der zweite Punkt, der war schon ein bisschen kritischer. Und zwar, wie ich mir die Maschine neu gekauft habe, habe ich in den ersten 2 Monaten ständig Schrauben verloren. Also jetzt nicht verloren, sondern irgendwo am Motorrad gefunden, am Motor liegend oder sonst was. Irgendwas Cooles halt, wo man so Schrauben normalerweise nicht vermutet. Das war natürlich sehr unangenehm, muss ich sagen, weil ich bin jedes Mal zurück in die Werkstatt und habe gefragt, wo gehört diese Schraube hin, habt ihr Ahnung? Und die haben jedes Mal zu mir so gesagt, nein, wir wissen es nicht und wir müssen nachschauen. Und dann haben sie die Schraube vermessen und dann gesucht, wo die Schraube fehlt, und manchmal war das gar nicht so einfach. Und das nervt halt, also gerade bei einem neuen Motorrad bin ich der Meinung, ich kann gerne Schrauben in die ersten 2 Monate verlieren. Bin aber jetzt drauf gekommen, dass es relativ normal ist bei einer neuen Maschine, weil sich die Schrauben am Anfang durch die Vibrationen lockern können. Das wissen ja die Maschine zusammenbauen, wissen das ja nicht. Also die können sie ja nicht wirklich testen, weil die fahren ja nicht so wie ich durch die Gegend. Ja, das nervt halt. Also gerade wenn man bei einer Ausfahrt ist und auf einmal hält man eine Schraube in der Hand, das war nicht so cool. Oh, geil. Eine schöne Kurve zum Angasen. Das geht sich auch noch aus. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, da scheiden sich die Geister, auch im Forum. Und zwar das Windschild. Das Windschild hätte mir gut gefallen, ja, aber da hat Triumph meiner Meinung nach total versagt. Und zwar folgendes, wenn man das Windschild oben gelassen hat, ab 130 km/h sind so Wirbeln, Luftwirbeln entstanden und die haben einen den Kopf die ganze Zeit hin und her verzogen.
ist ein bisschen suboptimal, wenn man jetzt zum Beispiel eine Stunde mal auf der Autobahn fährt, damit man irgendwo auf eine Landstraße kommt. Das war praktisch nicht machbar, also man hat Kopfweh gehabt, wenn man eine Stunde auf der Autobahn gefahren ist. Also runter damit, dann war die Entscheidungsfrage, was mache ich mit den Lichtern, weil so schaut ja das auch nur komisch aus. Jetzt habe ich mir die runden Originalscheinwerfer von der 212er, 28er Speedtribble, ich weiß nicht genau welches Modell das war, besorgt. Die muss ich aber noch sandstrahlen oder Pulver beschichten lassen. Falls ihr jemanden kennt, der Pulver beschichten kann und das echt drauf hat, bitte einfach damit in die Kommentare oder schreibt mir eine oder schreibt mir eine Nachricht, weil ich will die matt, also ich will die in schwarz gepulvert haben. Die sind jetzt verchromt, also die Körner noch sandgestrahlt und dann pulverbeschichtet eben. Noch, also das waren wieder zwei Gründe eigentlich, ja, weil Licht und Windschild, ja, meh. Ich finde den Lenker sehr, sehr komfortabel, wirklich sehr komfortabel, aber fast für mich, ich bin jetzt 32, einen Tick zu komfortabel, also ich sitze da oben fast aufrecht auf dem Bike und hätte gern so Clip-on-Lenker. Ich hätte gern den Lenker ein bisschen weiter unten und so Stummellenker praktisch drauf. Das wär so ziemlich das Geilste. Weil mit den Stummellenkern hat man dann auch ein viel sportlicheres Gefühl, finde ich. Die Stummellenker sind ziemlich teuer, die ich haben möchte. Also deshalb werde ich mir da noch ein bisschen Zeit lassen und da spare ich lieber anständig und lege mir vorher was auf die Seite, weil das ist jetzt nicht so ausschlaggebend dafür. Also ich kann ja fahren und es macht Spaß, aber und es ist jetzt nicht so, dass es meinen Fahrspaß irgendwie beeinträchtigen würde. Ich glaube halt nur, dass ich noch mehr hätte mit Stummellenker. Kann mich natürlich auch täuschen. Vielleicht geht das Ganze voll nach hinten los und ich bekomme Kreuzprobleme. Dann halt keine Stummellenker. Danke, danke, danke. Ja, das waren so die gröbsten Dinger. Der Fersenschutz, warum der jetzt bei der Speedtribble beim 214er Modell in Silber gehalten ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, warum die Fußrastenanlage und den Fersenschutz nicht in Schwarz gemacht haben. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber das stört mich jetzt nicht so wirklich, weil ich es erstens nicht sehe, also es ist nicht in meinem Sichtbereich, wenn ich am Bike sitze. Warum fahrst du mit deinem Tesla eigentlich so behindert in der Mitte? Kannst du mir das sagen? Ah, der glaubt wieder, er ist viel besser als alle anderen. Na, ist das herrlich? Ah, der staut sich da und ich fahre ohne Sprit auf die Autobahn. Glanzleistung wie aus dem Bilderbuch. Alter, was ist denn? Eine GS, aber eine geile auch noch. Na? Guter Spruch! Der spuckt ganz große Töne, dieser kleine A3. Ja, und im Prinzip war es ja schon wieder mit meinem kurzen Video. Ich wollte euch nur die 5 Dinge, die ich an meinem Bike nicht so mag, aufzählen. Oder die 5 Nachteile der Triumph Speedtribble, nehmen wir es mal so. Ansonsten ist dieses Bike echt, ich würde es jedem empfehlen, wurscht ob Anfänger oder fortgeschritten, scheißegal. Dieses Bike kann echt alles. Also das ist, es macht echt Fun, es hat Power genug,
Für lange Touren ist es geil. Also ich sehe da jetzt keine wirklichen Kontrapunkte. Sorry, dass ich schon wieder den gleichen Weg fahre. Nur die Sonne lässt zu wünschen übrig. Also derweil ist es noch nicht so kalt. Ich kann jetzt nicht wirklich woanders hinfahren. Das wird natürlich bei den nächsten Motovlogs ganz anders sein. Vor allem kann man sich da schön die GS anschauen und ein bisschen den beim Cruisen zuschauen. Ja genau, Tempomat rein und zurücklehnen auf der Bank. Na, taugt mir. Finde ich cool. Falls ihr irgendwelche Wunschthemen habt, bitte einfach damit in die Kommentare. Ich werde dem nachgehen oder werde probieren, eure Themen mit einzuplanen. Ist überhaupt kein Thema. Ich rede die ganze Zeit von Themen. Thema. Boah, ich liebe das, wenn das Vorderrad abhebt. Das lässt mein Herz höher schlagen. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Euer Galliot. Bye. Let's get it on. Ooh, yeah.